Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei UFOMAN LP aus den UFOMAN Studios in Berlin. Und wir sehen heute die Folge Castleminer Set 06, also die Folge 6. Da freue ich mich jetzt schon. Ich wollte mal gucken, ob ich ein bisschen Munition nachcraften kann. Wir sind ja hier ein bisschen in einer gefährlichen Situation. So, guck mal hier, Messinggehäuse. Wie kann ich denn eigentlich Messinggehäuse herstellen? Warte mal, müssen wir vielleicht das ganze Zeug... Komm, wir nehmen das ganze Zeug mal wieder... Ist jetzt gerade einer reingekommen? Oder irre ich mich? Hey, sind sie hartnäckig, die Kumpels? So, gucken wir mal. Was können wir hier bauen? Ein Messinggehäuse. Da brauchen wir einmal Kupfer. Gut, machen wir Messinggehäuse. Jetzt können wir... Jetzt Kugeln können wir... Steinkugeln können wir machen. Gut. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir 280 Steinkugeln. Dann können wir machen Eisen. Barren. So. Und dann können wir machen... Das hier Kupfer. Kupferbahn machen. Und tja, was können wir noch bauen? Fackeln könnten wir wieder gebrauchen. Oh, Kohle haben wir aber noch. Dann brauchen wir jetzt noch hier ein paar Stickies. Ein paar Stickies hätte ich gerne noch. So. Dann Fackeln. So, 33 Fackeln. Mann, mach doch nicht so ein Gewese da. Was können wir noch bauen? Patronen haben wir jetzt eine ganze Menge. Und Lampen hier können wir gar nicht bauen, ne? Diamanten. Ohohoho. Diamanten hätte ich ja auch gerne. Gut, dann packen wir mal das ganze Zeug hier wieder zurück. Das, was wir nicht brauchen. Kohle zurückpacken. Nicht so langsam. So. Das behalten wir mal noch. Zack, zack. So. Gut, dann können wir ja mal wieder gucken. Bald müsste ja hier die Nacht vorbei sein. Oder was ist los hier? Oh, oh. Das war natürlich ein bisschen knapp. Können wir die eigentlich hier aus dem Fenster raus abknallen? Würde mich mal interessieren. Ja, vielleicht sollten wir lieber ein bisschen Rohstoffe farmen. Ah, Sand brauchte ich. Wollte mir eine Uhr herstellen. Ah, guck mal, jetzt wird es ruhiger. Jetzt wird es ruhiger. Hört ihr sie noch? Ich höre sie nicht mehr. Ich glaube, es ist wieder Tag. Es ist wieder Tag. Ja, okay. Dann lass uns mal ein bisschen Sand suchen. Das war da. Oh, 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 da leuchtet das Kupfer. Das war die Ressource Sand vielleicht mal ein bisschen. Das ist doch Stein, aber ist kein Sand. Ein bisschen Sand könnte ich mal gebrauchen. Oh, nö, ey, das kann ich doch nicht da liegen lassen. Doch, muss ich, weil ich Sand brauche. Ich will eine Uhr haben. Nicht so weit weg. Also du kannst halt hier... Ach komm ey. Du kannst natürlich oberirdisch hier auch sehr viel abbauen. Deshalb macht es auch Sinn. Ist ja weniger gefährlich. Hier haben wir jetzt nicht so viele Skelette. Oder gar keine, weiß ich nicht so genau. Vielleicht können wir uns sogar bald ein Maschinengewehr mal craften. Oder eine stärkere Waffe. Bis jetzt müssen wir ja scheinbar 6, 7 Mal schießen, bevor die den Geist aufgeben, die Skelette. Und wie gesagt, das sind jetzt hier erst die Anfangsmonster. Ein Drachen. Okay, jetzt habt ihr mal gesehen, was ich meine. Scheiße, wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Oh Gott. Am hellerlichten Tag. Wo ist denn der? Ist er schon wieder weg?
Boah, jetzt hat er genau hinter mir einen reingesammelt, oder was? Boah. Junge, hör auf, Mann. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Oh. Oh, wird es jetzt schon wieder nachts? Ich hab... Ist er schon wieder weg? Komm, ich will das noch. Ein Drachen, verflucht. So gut bin ich auch noch gar nicht. Ich habe das noch gar nicht verdient, dass hier ein Drachen kommt. Im Schwierigkeitsgrad normal kann der echt... kann er richtig Sachen zerstören. Wenn da so eine Bombe einschlägt, da fliegen hier die ganzen Blocks durch die Gegend. Wenn er zum Beispiel in mein Haus, wenn er mich wittert in dem Haus und würde dann das kleine Ding, was ich da gebaut habe, so eine Bombe reinschießen, so eine Feuerbombe, dann wäre das ganze Haus da mit der Tür, mitsamt dem Turm, wäre das dann im Arsch. Und ich glaube nicht, dass ich mit meinen normalen Steinkugeln hier was ausrichten kann. Guck mal, da ist er wieder. Guckt euch schon mal an. Wollen wir uns ihn mal angucken? Hallo, Drachen. Oh, er fliegt wieder weg, oder was? Das war's. Der Drachenangriff ist vorbei, oder wie? Oder kommt er nochmal zurück? Vielleicht wohnt er ja dahin. Sis. So. Ah, Eisen. Ja, Leute, macht total Spaß. Kann natürlich sein, dass das Zugucken nicht so Spaß macht, aber wem wem Rohstoffe abbauen bei Minecraft auch so Spaß macht, da ist das hier ziemlich cool. Mir macht es totalen Spaß. Unter Gefahren, unter schwersten Bedingungen hier, unter ständiger Angst im Nacken. Und Vorbereitung auf die Nacht. So, jetzt haben wir immer noch keinen, ich glaube, es wird langsam dunkler, jetzt haben wir immer noch keinen Sand gefunden. Ich würde ganz gerne noch Sand finden. Das Problem ist nur, wenn ich zu weit weg bin, komme ich nicht mehr rechtzeitig ins Häusle. Da ist Sand. Ah, schnell, schnell, schnell. Hol ein bisschen Sand. Dann können wir uns nämlich eine Uhr bauen. Dann haben wir ein bisschen besseren Überblick. Na los, komm, hol mal ein bisschen Sand. Hier haben wir einen Sandbereich. Okay. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen Sand hier mitnehmen. Vielleicht machen wir uns sogar eine Fackel hier hin. Eigentlich sollte man überall, wo man ist, mal so ab und zu eine Fackel hinstellen, weil die dann nicht spawnen. Aber soweit ich gehört habe, spawnen die in der Hölle. Da gibt es so eine Art Hölle unten, so eine Schicht, wo Höllenstein ist und wo auch Lava ist. Und da, das ist irgendwie ein Bereich, wo die sogar in der Nähe von Fackeln dann spawnen können. Wegen dem Schwierigkeitsgrad. Es könnte natürlich sein, dass es auch hier bei meinem leichten Schwierigkeitsgrad nicht so ist, sondern dass es nur im Normal-Schwierigkeitsgrad ist. Bei mir ist ja eigentlich so, dass sie nicht in der Nähe von Fackeln so großartig spawnen. Vielleicht können wir sogar Glas bauen, das würde mich mal interessieren, aber ich glaube eher Glas gibt es hier nicht. Aber Sand ist schon eine Ressource, vielleicht können wir sogar ein Gewehr bauen, das wäre cool, so eine Art Schrotflinte oder so. Ansonsten würde ich es vielleicht erstmal dabei belassen hier. Wie viel Sand haben wir jetzt? 47 Sand, mal gucken. Vielleicht können wir damit schon ein bisschen was machen. Jetzt werden wir uns mal so langsam... Ah, guck mal. Werden wir uns gleich, glaube ich, so langsam auf dem Nachhauseweg machen. Die drei Kohle nehmen wir noch... Kupfer nehmen wir noch mit. Jetzt wird das wenigstens alles in die Truhe unterkriegen. Oh, nee. So viel Kupfer... Jetzt aber schnell zurück. Da ist unsere Markierung. Wenn wir dann eine Uhr haben, haben wir das alles ein bisschen besser unter Kontrolle, denke ich. Guck mal, den Baum hier, der ist ja genau bei unserer Behäusung. Wenn wir vielleicht nochmal abhacken. Aber lange, lange, lange wird es ja jetzt nicht mehr Tag sein, oder? Bin ich ja schon ein bisschen misstrauisch. Okay, das war's.
Hallo, wir kommen wieder und haben auch Sand mitgebracht. So, meine lieben Monster. Oder können wir hier auf die Schnelle noch? Jetzt werden wir schon wieder ein bisschen übermütig, merkt ihr ja. Aber nicht, weil ich hier denke, ich bin der Größte, sondern weil ich übermütig werde. Haha. Guck mal, das gefällt mir auch gar nicht hier. Müssen wir noch ein bisschen Terraforming machen vielleicht, dass wir hier auf lange Sicht so ein bisschen so einen freien Platz haben. Das ist ja im Prinzip der Beginn von unserem Castle. Da wird jetzt im Prinzip alles angebaut für unser Castle, was wir dann vergrößern, würde ich mal so sagen. Unseren Hauptsitz, unseren Stammwohnsitz im Bereich, der jetzt wohl nicht so schlimme Monster sind. Allerdings, wenn wir mal so eine weitere Reise unternehmen, dann denke ich mal, müssen wir auch noch vielleicht eine andere Unterkunft irgendwo bauen. Vielleicht sollten wir uns auch gleich mal eine Tür dann mitnehmen und so. So. So, dass wir hier so einen kleinen Vorplatz haben, damit es ein bisschen ordentlich aussieht, wenigstens. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wisst ihr, dass man in so einer trostlosen, bedrohlichen Welt wenigstens einen schönen Vorplatz hat. Was waren hier eigentlich noch? Da ist nichts mehr. Okay. Gut, dann aber nicht vergessen, die Tür zuzumachen. Hehe, so. Können wir jetzt eigentlich unsere Schätze schon mal wieder einsortieren, die wir hier gefarmt haben? Nee, komm, wir nehmen mal wieder alles raus. Und gucken mal, was wir jetzt so Schönes bauen können. Ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Mein Mund trocknet gerade wieder aus. So. Was können wir jetzt bauen? Jetzt können wir hier so eine Leuchtdinger bauen. Lass uns doch mal eine Lampe bauen, oder? Was kosteten die? Boah, ist die teuer. Ich glaube, mit Eisen möchte ich nicht ganz so verschwenderisch sein. Die Uhr würde mich mal interessieren. Kompass haben wir schon. Nee, dann lass uns mal noch ein bisschen Eisen craften. Okay. Kupferbahn würde mich auch interessieren. Jetzt haben wir 15 Kupferbahnen. Das ist natürlich richtig cool. Fackeln würde ich sagen, haben wir noch genug. Holz haben wir sehr wenig, obwohl ich zwei Bäume abgefällt habe. So, Kohle ist ein bisschen wenig. Munition haben wir genug. Kann man nicht ein schönes Gewehr? Was braucht man eigentlich für ein Gewehr? Guck mal, was haben wir denn hier? Eine Maschinenpistole. Oh, die können wir sogar schon bauen. Maschinenpistole, normales Gewehr. Okay. Eine Schrotflinte. Alles gleich teuer. Hier unten gibt es ja noch irgendwie die abgefahrensten Waffen. Leichtes Maschinengewehr. Naja, dann lass uns doch mal normales. Warum sind die gleich? Hohe Kraft, sehr genau, benutzt Kugeln. Hohe Feuerrate, benutzt Kugeln. Ah, komm, lass uns mal so ein Maschinengewehr craften. So, ist ja geil. Komm, wollen wir gleich mal ein. Wollen wir gleich. Das sieht aber cool aus. Komm, wir gehen mal gleich ein Skelett töten mit unserem neuen Maschinengewehr. Mann, ist ja eine spannende Folge, wa? Boah. Gut, der Kugelverbrauch ist ein bisschen höher. Ein bisschen ist gut, aber wir können hier richtig Dampf machen. Und nicht mehr so eine Angst haben wahrscheinlich. Ich darf aber nicht vergessen, dass ich eigentlich. Oh. Dass ich eigentlich eine Uhr auch noch kräften wollte. Was ohne Ende. Es ist einfach ohne Ende, diese Labyrinthe hier. Oh. Wow. Kriegt aber gleich mehrere Schuss vor den Bug geknallt. Hier bin ich runtergekommen. Kommt da noch einer? Okay. Wollen wir uns mal hier noch einen schönen Aufstieg und dann können wir ja wieder mal erstmal hochgehen. Ach, ich denke mal, ich komme von hier oben, wa, oder?
Bin ich auch von hier? Oh nein, warte mal, da kommt noch einer. Oh. Wo ist meine Tür? Ach, guck mal, habe ich die offen gelassen? Ach du Scheiße. Das ist natürlich sehr riskant. Jetzt müssen wir erstmal alles abchecken, ob hier nicht einer reingekommen ist. Hier hinten geht es nochmal rum. Ja, prinzipiell schon mal ziemlich cool mit den Maschinengewehr. Jetzt könnte man natürlich rausgehen, das Maschinengewehr ausprobieren. Nee, werde ich aber nicht machen. Übrigens bin ich, glaube ich, gerade mit dem gesamten Inventar im Rucksack, also sowas Bescheuertes, rausgerannt. Das sollte man nicht machen. Achso, ich wollte auch noch ein paar Sachen craften, wa? Gucken wir mal. Eine Uhr wollte ich haben. Ob wir da noch eine Uhr machen können? Eine Uhr. Ha, jetzt haben wir schon die Uhr gemacht. An der Oberfläche zu... Achso, Sand. Uhr. Wird benutzt, um gewisse Steine und... Nein, ich will die Uhr. Was macht das denn jetzt hier? Achso, okay. Dann mach mal die Uhr hier. Ne, das packst du wieder hier hin. Und die Uhr? Die kannst du ja mal austauschen hier. Die Patronen müssen ja nicht da unten drin sein, oder? Müssen sie doch, sonst verlieren wir sie, oder wie? Die sind, glaube ich, ein bisschen teurer als... So, was jetzt mit der Uhr? Was ist denn jetzt mit der Uhr? Ich sehe ja gar nichts. Kann ich davon ausgehen, dass es jetzt um 1 oder was? Um 1 Uhr nachts, ja, okay. Ich würde jetzt einfach mal annehmen, es ist jetzt hier um 1 Uhr nachts, okay. Was kann ich denn eigentlich noch... Oh nö, hier ist mir zu laut. Was kann ich denn eigentlich noch craften? So, da könnte ich jetzt so eine Lampe craften. Weitere Kugeln. Ein Kompass. Eine Uhr. Diverse Spitzhacken. Messer. Was haben wir hier noch? Eine Kupferwand. Starke Mauern zum Bauern. Hindert einige Monster am Graben. Ah, okay. Das wäre dann für den Normalmodus interessant wahrscheinlich. Ein Ortungspunkt. Die Richtung zu einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten GPS-Koordinaten anzeigen. Ah, okay. Da können wir uns mehrere Punkte dann irgendwie... Haben wir eigentlich eine Map? Habe ich auch noch gar nicht geguckt. Ein Teleporter. Die Richtung zu einem bestimmten Ort und zu bestimmten zeigen. Benutzen Sie den Gegenstand, indem Sie den linken Schalter drücken und zur ausgewählten... So, was gibt's noch? Goldzeugs. Was ist das hier? Ein Eisenlaserschwert. Weltraumfels. Kupferlaserschwert. Okay, diverse Waffen. Laserpistolen. Was ist das hier? Lasermaschinenpistole, okay. Also Waffen ohne Ende, Goldschrotflinte, Goldsturmgewehr, TNT, C4, Handgranate, cool. Brauchen wir dafür? Brauchen wir Eisen und Sprengpulver, okay. Wie kann man denn Sprengpulver herstellen, sagt er uns nicht. Diamanten? Diamanterz, okay. Sprengpulver, war hier auch gar nicht bei, wa? Vielleicht kriegen wir Sprengpulver, wenn wir irgendwas abbauen. Wenn wir irgendein... Na, wo ist meine Truhe? Wenn wir irgendein Gestein oder Erz abbauen, kriegen wir vielleicht Sprengpulver. So, machen wir hier. Gucken wir mal, dass wir das hier erstmal alles hier lassen wieder. Tja, bei der Uhr bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, inwiefern die jetzt was bringt, weil... Ach so, doch, jetzt ist um 3, ja? Ist jetzt um 3 Tag oder nachts? Weil die Zombies sind jetzt scheinbar weg. Da muss es jetzt 3 Uhr, 3 Uhr früh oder 3 Uhr nachts oder wie? Keine Ahnung. Okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Sand. Was ist denn das hier? Interessiert mich nicht. Da, da, da. Wollen wir ein bisschen die Gegend erforschen? Gehen wir mal in die Richtung. Können wir hier... Ne, eine Map. Gibt es denn eine Map? Es gibt keine Map. Okay.
Und nicht so schlimm. Unseren Spaß haben wir trotzdem. Da, dann, bam. Ein bisschen Holz können wir ja noch mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir uns noch ein bisschen Holz mit. Jo, und die Herausforderung ist scheinbar im Normalmodus, wenn die Kreaturen sogar in der Lage sind, die Behausung zu zerstören und sich dann im Endeffekt die Gebäude aus Eisen zu bauen und solche Sachen. Ach, guck mal da, das ist natürlich jetzt für mich als Anfänger, das ist interessant. Haha, Rohstoffe. Was gibt's denn hier für viele Rohstoffe, ey? Hör ich schon wieder ein Skelett? Weißt du, guck mal da, Eisen. Oh. Komm, das nehmen wir mit. Warte mal, Mühle, wenn wir hier noch eine Fackel hinsetzen. So, dann nehmen wir das Eisen mit. Hallo? Jetzt wird schon wieder nachts. Mist. Schnell zurück. Das verstehe ich überhaupt nicht. Mit der Zeit. Ist doch noch Tag, oder? Also wir haben jetzt etwa um 5. Geht die Nacht hier von um 5 bis um 1 oder wie? Was ist denn das da hinten? Also von 5 bis um 1? Ich verstehe es nicht. Für mich ist auch noch Tag, ehrlich gesagt. Aua. So, dann nehme ich das hier noch mit. Auf lange Sicht hätte ich ganz gerne mal noch diesen Rotstein. Dazu müssen wir aber tiefer. In den Bereich der Hölle. Weil wenn wir da so eine Spitzhacke haben, die ist schon ziemlich effektiv dann. Okay. Er kann echt 2 Blöcke hochspringen, der Kumpel. Ah, guck mal, was haben wir hier? Ein Kupfer, was frei liegt. Nehmen wir doch. So, wie sieht es mit der Uhr aus? Gucken wir gleich nochmal. Das könnte jetzt so ein bisschen so ein Nachtsignal sein. Es ist jetzt um 6. Okay, wir müssen uns die Zeiten einmal merken, wann es hier losgeht. In der Hoffnung, dass wir noch lebend zurückkommen. Kupfer ist schick. Okay. Sind Kohle? Ach, Kohle war ja auch knapp, wa? Nehmen wir mal Kohle mit. Sind Kohle knapper? Bam, 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 bam. Könnten auch unser Häuschen eigentlich dann auch mal vergrößern. So, sehr schön. Kohle. Hier ist noch mehr Kohle. So, also für mich, meine Begriffe ist immer noch locker Tag. Locker. Badum, badum. So, ein bisschen Holz mitnehmen. So, danke. Was haben wir hier noch? Guck mal, da unten ist auch noch Zeug drin, ey, verflucht. Verflucht. Kupfer. So, jetzt habe ich mich nicht richtig abgesichert. Das Problem ist, ich komme hier auch gar nicht so schnell wieder raus. Ich baue mir jetzt hier in aller Ruhe schnell eine Leiter. In aller Ruhe schnell. So. Schnell wieder raus. Okay. So, wie spät haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es um 7. Jetzt haben wir es um 7. Wir haben ja einiges jetzt hier schon geräubert. Oh, guck mal, da ist noch Kupfer. Aber ich denke mal, wir gehen jetzt mal in Richtung Heimat. Boah, Eisen. Na los, komm, das Eisen holen wir uns noch schnell.
Danke. Und das hier noch. So. Okay. Das noch, danke. Das noch. Wir brauchen natürlich auch stetigen Nachschub an Kugeln. Und der Witz ist ja, wie gesagt, wenn dann noch die richtigen Dämonen, wir könnten noch Weltraumstein gebrauchen. Der wurde, soweit ich das mitbekommen habe, bewacht von Aliens, die, nicht gerade schlapp sind. Oh, hier haben wir nochmal Kupfer. Kupfererz, nochmal Kupfererz. Die Zeit läuft. So, oh Mann, ey, Alter. Gib mir doch nicht so viel Kupfererz. Was soll ich denn damit? noch mehr. Eine ganze Kupfermine hier oder was? Schnell zurück jetzt hier. Du raus. Oh, habt ihr gesehen, wie viel Kupfer da war? Wie spät's jetzt? Oh, schon um 9. Ist jetzt eigentlich um 9 Uhr früh. Aber dauert schon ganz schön lange der Tag, wa? Guck mal, was haben wir da hinten? Neue Gegenden oder was? Ah, eine fliegende Insel. Wow. Boah. Alter Schwede. Sind hier schon Fisch beim Erkunden? Fisch. Ihr wisst, was ich meine. Fisch. So, ihr seht schon mal, wenn wir jetzt hier aus dem Radius raus bin, sehen wir keinen Turm, kein gar nichts. Aber da können wir ja unseren Kompass benutzen. Die Richtung müssen wir nehmen. Haha. Gott sei Dank haben wir einen Kompass. Die Richtung. Ja, um 8 ist es. Um 8 ist es. Jetzt ist, glaube ich, Sonnenuntergang. Wir sehen hier ein bisschen so einen leichten rötlichen, bräunlichen Schimmer. Dann würde ich mal sagen, Sonnenuntergang. Hat es hier eigentlich schon geregnet? Bis jetzt noch nicht, wa? So, okay. Lass uns mal zurückgehen. Wir haben ja jetzt schon einiges abgebaut. Hier war ja nichts. So, und die Tür geschlossen halten, bitte. Und ins Lager runter. Ja, und unsere Reichtümer hier mal abliefern. Sehr schön. Kohle, ja. Holz, ja. Stein, ja. Also jetzt haben wir wieder einen Haufen Zeug. Sehr cool. Und zur Absicherung. Gut, dann gucken wir mal, was könnte man jetzt brauchen. Die Eisenspitzhacke nutze ich so langsam ab. Vielleicht eine Kupferschaufel und eine Kupfer... Naja, gucken wir mal beim nächsten Mal. Oh, jetzt kommen sie schon. Wie spät ist jetzt? Dass wir uns die Zeit mal merken. Um 9. Ich würde jetzt mal fast behaupten, von um 9 bis um 1 kommen die Zombies oder was. Also 9 im Sinne von 21 Uhr. Bis 1 Uhr kommen die Zombies. Habe ich mal aufgeschrieben. Man muss ja auch nicht wegen jedem Schnickschnack in irgendwelchen Wikipedias. So kompliziert ist es ja nun auch wieder nicht. So. So, gehen wir mal nach oben. Vielleicht können wir ja da eine verbraten. Hier mit dem Maschinengewehr. Das würde ich zu gerne mal machen. Das war hier vielleicht mal. Oh. Oh. Schnell zurück. Der hat doch irgendwas gedroppt, wa? Oh. Oh, oh, lieber zurück wieder. Gut, wir werden ja langsam immer... Also wir werden nicht besser in dem Sinne, sondern wir haben jetzt einfach auch eine bessere Waffe. Eine bessere Grundlage, damit unserem... Lager. Könnte man jetzt überlegen, ob man zwei Kisten macht, aber dann wird das ja alles immer komplizierter im Prinzip. Weil ich weiß noch nicht genau, was ich für was brauche und im Prinzip muss ich ja jedes Mal alles rausnehmen aus der Kiste. Um... Komm, lass uns doch mal hier ein paar Schickimicki-Fackeln noch reinmachen.
Muss ich jedes Mal alles rausnehmen aus der Kiste, um zu craften, weil ich ja nicht weiß, was ich für was brauche. Und am besten funktioniert es halt, wenn man alles im Inventar hat. Gut, meine lieben Freunde, das war die Folge 6. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder morgen. Und dann ist auch die erste Castle Miner Z-Folge vorbei. Bin mal gespannt, wie ihr so reagiert habt, ob da so der eine oder andere Kommentar kam von den Profis hier. Ach, guck mal, jetzt könnten wir vielleicht... Gut, der kommt jetzt aber nicht direkt. Na gut, wir könnten jetzt die Tür aufmachen, aber wer weiß, wie viele da schon draußen sind. Wollen wir mal nicht riskieren? Oh, wir haben ja Eisen im Inventar. Das ist sehr unvernünftig. Sag mal, wollte ich nicht eben Tschüss sagen? Warte. Da 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 di, da da du, da da di, di. So. Na gut, die 11 Steine kann man eigentlich mit rumschleppen. Die kann man mal gebrauchen, um irgendwo sich hochzubauen oder so. Gut, ich meine, der Profi, der würde da wahrscheinlich eher dafür nehmen, fällt mir gerade ein. Davon haben wir auch mehr als genug. So, danke fürs Zuschauen wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und Daumen hoch würde ich mich freuen. Müsst ihr... Ach, Alter, schlafe ich gleich ein. Was ist denn das? Müsst ihr auch nicht machen. Ihr wisst ja, bei mir kann jeder machen, was er will. Und da wird auch keiner gezwungen, einen Daumen hoch zu geben und so weiter. Ich würde mich natürlich total darüber freuen. Aber wenn ihr nicht wollt, dann ist es ja auch egal. Gut, meine lieben Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss.